Ah, Fortschrittsbelohnung. Hütchenspiel. Ah. Ach, Hütchenspiel ist war Straßenbonus, verdammt. Gab's nochmal das Motorrad? Hier, Poker. Nicht verfügbar, Hütchenspiel. Schade. Ganz schön abgezogen, ne? Skillpunkt erhalten. Yeah. Was hast du ein Feines? 5000 Kohle. 400 Kohle. Guti gut. Nochmal ZDOS. App mal kurz auf. Hey, halt. Selber halt. Hey, du. So, Poker war hier hinten. Und sonst was in der Nähe? Sehenswürdigkeiten ohne Ende. Fahren wir jetzt pokern? Ja, wir fahren jetzt pokern. Danach können wir uns mal wieder mit was anderem beschäftigen. Das ist die Glücksspiel-Session. Quietsch, quietsch, quietsch. Gott, das war rot. Ich dachte, es explodiert, wenn ich es berühre. Deswegen ausweichen. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. So, wo kommen wir hier ins Pokergeschäft? Hm, in der Garage. Hohe Kreditwürdigkeit, Alter. Anästhesist, also ein Arzt. Stonewright. Strafe wegen Totschlags. Ach Gott, was ist das denn für ein Arzt? Und du bist? Besitzt mehrere Smartphones, du bist super. Die Kerle sind keine Gegner. An diesem Tisch kann man echt Geld machen. Dann machen wir mit. Ah, Frischfleisch. Bin dabei. Okay, müssen wir einmal alles abräumen, oder? Los geht's. Gucken, welche Art sie spielen, ob ich das überhaupt beherrsche. Mal sehen, was daraus wird. No, sieht ja nicht schlecht aus. Glaube ich. Call. Fold. Pussy. Ich checke. Na? Der Flop. Was hat er jetzt? Ich calle. Wir pokern hier eine Runde. Tschüss. Ja, tschüss. Hier der Turn? Nachholen. Das na gut, check. Dauert jetzt bestimmt 20 Minuten, bis wir. Ich calle. Na, zeig mal gleich her. Die letzte. Na? Check. Pack raus. Fold. Haha, alles meins. Alles meins, alles meins. Neue Hand. Ich hätte mal lesen müssen, was wir machen müssen. Ich glaube, wir müssen sie alle rausspielen. Es wird jetzt wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern, bis wir damit durch sind. Dam, 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 da, da, wir spielen Poker. Hier bei Watchdog spielen wir Poker. Spielen Poker. Ich geb dann wohl. Ja, gib mal. Hau raus die Karten. Ah, R1. Können wir es überspringen? Ja. Nicht schlecht. Da muss ich erhöhen. Das call ich.
Call. So. Call. Was habt ihr, meine Freunde? Hau raus die Karten. Oh. Ja, genau. Ich checke. Check. Muss checken. Weiter. Und die nächste Karte. Ja, bringt ja auch mal gar nichts. Ich checke. Ich erhöhe. Einfach nur, weil ich es kann. Mann. Fold. Yep, ich calle. Oh, ein Zocker. Keine Chance. So, jetzt hauen wir einen König oder eine Dame hin. Natürlich ein Ass. Bube, Dame, König, Ass. Scheiße, fehlt eine Karte. Egal, hauen wir ihn raus. Hoffentlich geht er jetzt. Ach, komm schon. Raise? Oh. Ach, ich calle. Na, hey. Das wird interessant. Zeig ja. Uff. Oh Mist. Okay, nochmal. Ich muss da mal weiter. Oh, sind wir raus? Los, Deck Poker. So, können wir mal kurz reinschauen, was Irgendeiner wir... Irgendeiner muss mitspielen. Ich guck schon den ganzen Tag in dieselben hässlichen Gesichter. So. Nee, nicht Fähigkeitsbaum. Fortschrittsanzeige. Nebenmission, Untersuchung, Sammelbares. Minispiele war das. Poker. Einen Pokertisch abräumen unter Fahrzeug in der App Auto auf Abruf freizuschalten. Okay, das dauert wohl wirklich ein bisschen. Das machen wir ein anderes Mal dann. Oder ich mache das ein anderes Mal dann. In Ruhe. Selber. So. Was machen wir denn jetzt? Da haben wir ein Versteck. Fahren wir hinten zu den Sidi-US-Turm, dass ich euch hier nicht mit dem Poker belästigen muss. Oh, oh. Schalten wir da hinten den Turm frei. Und dann sage ich mal, dass wir uns wieder der Hauptstory widmen, dass wir da mal ein paar Fortschritte machen. Wir halten uns hier wirklich sehr viel mit den Nebensachen auf, beziehungsweise ich mich für euch. Oder wie auch immer. Und Autsch. Das gab eine kleine Schramme. Beziehungsweise er hat seinen Spiegel verloren. So. Die Straße ist da drüben, Blödmann. Selber, Blödmann. Okay. Da oben drauf. Also wir müssen dann definitiv irgendwie auch zu Fuß hochkommen dann. Also. Da vorne ist die nächste Haltestation. Entschuldigung, ich wollte ihren Zaun nicht zerstören. Oh, das hat ja gut geklappt hier mit reinfahren. Das sieht sehr stabil aus, als ob irgendwelche Leute runterspringen wollen würden. Können sie sich auch vor den Zug werfen. Na, fahr schon weg, Zug. Ich will da lang. So. Hüpf. Da haben wir die Kamera.
in die nächste Kamera. Oh, ein bisschen Radarzong auf dem Dach hier. Coole Aktion. Und da wäre dann der nächste CEO-S-Turm unser. Und der Bezirk wird auch in unser digitales Portfolio aufgenommen. Ja, das sollte es treffen. Oh, man gibt ein paar QR-Codes wieder und ein bisschen anderen Quatsch. Können wir mal kurz gucken. Unten haben wir einen QR-Code. Da können wir in der Wohnung gucken. Machen wir das mit der Wohnung gucken erstmal. Und schon werden wir wieder von Nebenmission abgelenkt. Oh, fuck! Autsch. Nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich hätte ja auf dem Dach landen wollen. Anstatt zwischen Eingangstreppe und Tür. Dampfrohrleitung. Nachrichten. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Canny ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Und rein ins Bettehäuschen. So, schauen wir uns kurz mal um. Da lang, da lang, da lang. So muss das. Nee, so auch nicht. Bin gerade ein bisschen. Ja, so muss das erstmal. Nun gut, jetzt haben wir den da oben frei. Den müssen wir dann so stellen. Der beschießt den. Den so setzen. Und den so haben wir das hier. Sehr schön. Gehen wir den nochmal um. Tada! Und rein in den Jetzt hören Sie mir mal zu, Mr. Groß und Mächtig. Meinen Sie, nur weil Sie eine eigene Radioshow haben, ist Ihre Meinung wichtiger als die aller anderen? Tja, dann schreiben Sie sich mal eins hinter die Ohren. Sie haben nicht das Recht, so schlecht. Gute Frau, ich habe dieselben Rechte wie jeder. Genau wie Sie. Das hat unser Land groß gemacht. Volksverhetzung ist kein Recht. Volksverdummung auch nicht. Meine Tochter ist lesbisch und sie ist ein wundervoller Mensch und ich liebe sie über alles. Wenn Sie sie beleidigen, Sie zurückgebliebenes Arschloch, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Glauben Sie, Sie können andere durch den Dreck ziehen und selbst sauber bleiben? Ich weiß, was Sie in Ihrer Freizeit so machen. Die lügt doch. Sie können doch nicht einfach so etwas behaupten. Das ist alles nicht wahr. Die Frau muss verrückt sein. Ich schwör's. Abgefahren. Na gut, da haben wir wieder einen weiteren Sammel. Dings mit unserem mächtigen Motorrad erbeutet. Und dann gehen wir mal hier runter zum QR Freund, ob wir den so einfach entdecken oder ob das wieder so ein Akt der Unmöglichkeit wird. Na, da ist es schon. Das ist ein Teil davon. Haben wir irgendwo eine Kamera? Ja, da vorne. Bist du auch die richtige? Nein. Oh, da ist der Rest vom QR-Code, also müssen wir irgendwo da hinten ansetzen. Noch weiter. So sehen wir gar nichts. Hoch.
Haben wir es jetzt? Nee, noch weiter zurück. Okay, dann fahren wir mal weiter in die Richtung, da wo die Kamera am Baum hängt. Das sollte dann nämlich... Ach, doch nicht am Baum, sondern am Sportplatz. Nee, doch nicht. Hier? Gar nicht. Anscheinend brauchen wir eine Kamera, die etwas höher gelegen ist. Okay, jetzt schauen wir hier nochmal durch. Nö. Hier machen wir noch eine. Kommen die da oben aber. Jawohl. Tada! QR-Code. Eins unserer Mitglieder, Bad Boy 17, hat sich mit einer Bitte an den Rat gewendet. Der Rächer muss die Nachricht. Bad Boy kennt ihn persönlich. Dieser Typ hat blumenstarke Kopfschmerzen. Spaziert einfach in ihr Kontrollzentrum und haut wieder ab, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber er hat Ärger. Irgendwas mit seiner Familie. Die haben sich privat unterhalten. Würde mich aber nicht wundern, wenn wir bald mit dem Typen zusammenarbeiten. Okay. Wir hatten den nächsten QR-Code erbeutet. Ach, hier vorne haben wir noch eine Wohnung. Können wir auch noch mal reinschauen. Huch, Entschuldigung. Wollte euch nicht erschrecken. Oh, das Motorrad ist schon wieder hart am Dampfen. Qualm, schwarz. So. Suchen wir mal den Schallkasten für die ganze Geschichte hier. Da nicht. Hier ist erstmal nur so ein Zwischending. Na. Hallo, Nachbar. Tada. So. Sind wir gerade seitlich den Dings hochgerannt? Beeindruckend. Der Elefant im Porzellan. Jawohl, toll. So, freigeschaltet. Rübergehüpft. Hat Verbindung zu Blumen, die hacken wir nicht, die Dame. Es gibt nur wieder Ärger mit anderen. Die dann auf einmal in meinem Spiel auftauchen und mein Handy hacken wollen. Da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Oh, was haben wir hier? Warnung, Fremdzugriff entdeckt. Na, was telefoniert er? Aha. Ja, das ist gut, wirklich gut. Freut mich zu hören. Danke, Dad. Ist alles okay bei dir? Oh, alles gut, Liebes. Ich mache das Beste draus. Du weißt, wie es ist. Gehst du noch in die Kirche? Ja, aber... Naja, eigentlich gehe ich nicht mehr so oft. Fühlt sich komisch an, so ganz alleine. Ja, ich vermisse Mom auch. Aber wir müssen den Glauben bewahren. Jetzt noch mehr als sonst, oder? Naja. Hör mal, Dad. Tut mir leid, aber ich muss los. Wir haben heute Abend Gäste und es gibt noch viel zu tun. Oh, natürlich. Okay, schon gut. Okay, meine Liebe. Sehen wir uns denn bald? Ja, also ich rufe dich später diese Woche an, okay? Sicher, okay. Viel Spaß heute Abend. Ja. Hab dich lieb. Alles klar, dir auch. Halt die Ohren steif. Sicher, sicher. Tschüss, Liebes. Tschüss. Ich bin dann auch mal weg. Auch für diese Folge. Also bis zur nächsten Runde. Watch Dogs. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff.